Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal CPAD. Heute mit mir, dem Patrick, zur täglichen Ladung Roblox. Gemeinsam mit mir, dem Patrick, heute zur täglichen Ladung Roblox. Gemeinsam, ohne Schluck auf. Gut, das war eine doofe Begrüßung. In dem Sinne, herzlich willkommen, Leute. Ja, ich bin heute alleine. Thomas ist ja, wie gesagt, noch bis Donnerstag Snowboard fahren. Der Junge, der ist nicht aufzuhalten, ne? Muss man leider sagen. Er ist nicht zu Hause. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ganz kurze Werbung, Leute, in eigener Sache. Ihr wisst es, erkennt es. Die CPAD-T-Shirts sind jetzt im Shop. Also diese T-Shirt könnt ihr kaufen auf cpad-shop.de. Zu jeder Bestellung eine handsignierte Autogrammkarte. Gratis dazu, Leute. Und, ja, das war's eigentlich schon. Also gerne mal in die Beschreibung schauen, cpad-shop.de. Und ich liebe das T-Shirt, ganz ehrlich. Also ich finde, das ist das perfekte Mad City oder Roblox Jailbreak T-Shirt. Ja, genau. Also Leute, worum geht's heute? Wir haben ein paar Sachen anzusprechen. Und zwar gibt's ein neues Auto, das wollte ich mir heute mal gemeinsam mit euch anschauen. Ich laufe schon wieder ein bisschen verpeilt durch die Gegend, fällt mir gerade auf. Und es gibt ein cooles Update, was angekündigt wurde, was nächste Woche kommt, beziehungsweise jetzt im Laufe der Woche kommt. Und dieses Update, da wollte ich ein bisschen mit euch reden. Aber Leute, ganz kurz noch nebenbei, falls ihr es noch nicht getan habt, gerne jetzt mal einen Like da lassen. Einfach mal liken, es kostet nichts. Hilft mir, kommt Leute, jetzt. Ja, zackig, du auch. Ja, du. Jetzt liken. Und abonnieren natürlich auch nicht vergessen, weil ich sehe immer viele Leute liken irgendwie nicht und ich fühle mich auch immer ein bisschen komisch, wenn ich so danach battle, so nach dem Motto oder wenn ich immer wieder erwähne, aber Leute, es hilft mir wirklich total, wenn ihr einfach ein Like da lasst, es kostet euch ja auch überhaupt nichts und jetzt ist mein Mikrofon zur Seite gerutscht. Rutscht nicht weg bitte. Ja, Mann, das rutscht schon mal weg, das Mikrofon. So, oder, na, so, lassen wir es mal. Ja, es hilft mir, wie gesagt, total und ihr bekommt die Videos ja auch immer meistens um 18 Uhr, wenn alles klappt. Deshalb, ja, einfach mal ein Like da lassen, würde mich wirklich freuen. Was ich jetzt ansprechen wollte, sind ein paar Sachen, die jetzt bald dazukommen, Leute, bei Roblox Mad City. Und zwar gibt es ja momentan ein paar Sachen, die noch nicht so perfekt im Spiel laufen, ne? Und ich wollte heute mal mit euch darüber reden, wenn ihr eine Sache verändern könntet in Roblox Mad City, was wäre das? Also wenn ihr eine Sache verändern könntet, schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr verändern, ne? Das wollte ich heute mal mit euch besprechen. Ich kann ja jetzt meinen Charakter zurücksetzen und sollte in der kriminellen Basis sein. Das funktioniert ja jetzt doch, so wie es sich herausgestellt hat, oder? Ja, es funktioniert perfekt, Leute. So, also Leute, was es jetzt in der nächsten Woche geben wird für ein Update, ist folgendes. Es wird ein Bugfix bzw. ein Verbesserungsupdate geben, was zum Beispiel gegen Cheater sein soll, was zum Beispiel ein paar Kleinigkeiten verändern soll, die wir aktuell noch dem Spieleentwickler auf Twitter zusenden können. Und, da habe ich mir gedacht, was würde ich verbessern wollen in Roblox Mad City? Eine Sache, die mich ein bisschen stört, ist, dass man zum Beispiel nicht... da ist jemand, er schreibt Hi. Ich schreibe mal ganz kurz zurück, Hi. Eine Sache, die ich gerne verändern würde in Roblox Mad City, ist, dass man zum Beispiel jemanden Geld droppen kann. Das wäre cool. Eine Sache, die auch noch ein bisschen stört, ist, dass wir mit dem Porsche 911 gefühlt, also klar, der Wagen, der ist tiefer gelegt, muss man natürlich an dieser Stelle gesagt haben, ne? Der ist hier tiefer gelegt, deshalb kann man verstehen, dass er schleift, aber es müsste irgendwie behoben werden, dass er nicht mehr so heftig schleift. Also an einigen Stellen schleift er extrem. Jetzt hier sehe ich gerade nichts, dass er schleift. Ja gut, jetzt schon wieder hier. Das ist eine Straße, Leute. Ich mitten auf der Straße knallt er einfach gegen irgendwelche Sachen. Sowas finde ich auch sehr schade. Oder hier, was soll das? Vielleicht das Tuning sollte ein bisschen optimiert werden, dass man auch vielleicht bessere Motoren einbauen kann und so weiter. Das wären auch noch hammercoole Sachen. Das sind so meine Sachen. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist dieses wunderschöne Kfz. Das ist neu dazugekommen. Das ist der Nero oder Nero heißt der, glaube ich. 4 Millionen Dollar wollen die Kollegen dafür haben. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Natürlich sieht der Wagen Hammer aus. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber für 1 Million mehr gibt es einfach diesen Wagen, ne? Und dieser Wagen ist, der kostet, wie gesagt, 5 Millionen. Sieht... Na, optisch gesehen nicht unbedingt besser aus, würde ich sagen. Aber der kann sogar übers Wasser fliegen. Und da finde ich persönlich, also ich persönlich finde den Wagen besser. Schreibt mal in die Kommentare, was besser ist. Das Auto oder das Auto, also dieses Thunderbird-Auto oder der Bugatti, also Nero.
Ich persönlich finde den schicker, aber den geiler von der Funktion, weil er übers Wasser fliegen kann. Ich weiß gar nicht, ob der schneller ist. Ich glaube, die sind gleich. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. So. Und, ja, so viel zu der Thematik, Leute. Da haben wir uns schon wieder ein bisschen verquatscht hier gerade. Ansonsten überlege ich, was würde ich mir wirklich noch wünschen bei Roblox Mad City? Eigentlich bin ich natürlich im Ganzen mega zufrieden mit dem Spiel. Macht ja auch total Spaß. Und ihr merkt schon, Leute, ich habe keinen Schluck auf mehr. Ihr habt mir mega viele Tipps in die Kommentare geschrieben. Aber, also ist gerade ein bisschen off-topic, aber ne, unter Freunden kann man sich das ja mal erzählen, dachte ich mir. Ne? Wir sind ja alle Kumpels, wir sind ja alle Freunde. Deshalb dachte ich mir, ich erzähle euch das auch mit dem Schluck auf, warum nicht, ne? Ja, ich hatte gestern einen Schluck auf, ich habe keine Ahnung, von wo das kam. Ich hatte seit, glaube ich, ein Jahr keinen Schluck auf mehr. Bist du am Aufnehmen? Ich schreib mal ganz kurz, ja. Ich hatte seit ein Jahr keinen Schluck auf mehr und gestern hatte ich das einfach, ich glaube, 5-mal am Tag. Also nach der Aufnahme hatte ich das noch 2-mal. Ich weiß nicht, von wo das kam. Alle Tipps, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, die haben leider nicht geholfen. Ich habe auch alle möglichen Tipps gegen Schluck auf ausprobiert. Sei es, oh, da ist einer, Kollege. So, ja, den haben wir bei uns, den holen wir uns. Nicht mit uns hier, ne, nicht mit uns. So, nicht mit den C-Pad-Kumpels hier. Alle Tipps, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, haben jedenfalls nicht funktioniert. Der war dabei, 3-mal schlucken, nachdem man Schluck auf hat. Oder die Luft so lange anhalten, bis man denkt, dass man stirbt. Auch total verrückt, aber es hat leider nichts funktioniert. Trotzdem danke für die Tipps. Ich bin mir sicher, bei einigen funktioniert es, aber bei mir gestern war einfach ein hoffnungsloser Fall. So, da sind wieder zwei, beziehungsweise ist wieder draußen eine Kollegin. Die muss ich aber mal ganz kurz zeigen, wo es entlang geht. Dort auf jeden Fall nicht. Und warum ist der Porsche? Der sieht gerade ziemlich orange aus, ne? Leute, der. Ah, jetzt wird er. Hä? Keine Ahnung, was ganz hier soll. Ich fahre mal hier in diese kriminelle Basis rein. Bloß sich jetzt töten lassen, sonst verlieren wir 8000 Dollar. So, und weil so viele gefragt haben, wann der Livestream kommt. Also, Thomas und ich planen vielleicht so den Samstag morgens. Vielleicht. Oh, da ist jemand im Busch. Kollege, dich haben wir mal gesehen, ne? Dich haben wir gesehen hier, so funktioniert es ja nicht hier. Wir planen Samstagmorgens so gegen 9, 10 Uhr. Wissen wir noch nicht genau. Wir werden das in den nächsten Videos noch erwähnen. Und dann könnt ihr sehr gerne mal beim Livestream dabei sein. Aber ja, das ist auf jeden Fall so der Plan, dass wir auch mal einen Livestream machen, weil so viele von euch gefragt haben. Dann können wir auch gerne mal zusammenspielen, Mad City. Und ja gut, da fliegen wir einfach mal durch die Gegend. Wir gehen mal ganz kurz rüber hier zum Juwelier. Da gibt es nämlich lecker Diamanten, lecker Ware, ne, Leute? Ja, ansonsten kann ich gar nicht mehr so viel sagen. Was würde mir. Also ich überlege gerade noch, was mich irgendwie so ein bisschen am Mad City stört, aber eigentlich stört mich relativ wenig. Also es gab viele Vorschläge auf Twitter. Ich weiß gar nicht mehr, was für Vorschläge da waren. Also auf jeden Fall, dass halt diese Cheater nicht mehr so durchkommen bei dem Spiel. Da bin ich auch ganz klar für. Und das ist eines der wichtigsten Sachen beim nächsten Update. Dass halt Cheater nicht mehr so einfach cheaten können bei Mad City, was ich ja gut finde. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nichts, Leute. Ich wüsste wirklich nichts, was mir jetzt noch so einfällt. Vielleicht habt ihr ja coole Ideen in den Kommentaren. Schreibt mir jetzt halt mal eure Mad City Vorschläge in die Kommentare und dann bin ich mal gespannt, was ihr so für coole Ideen habt, Leute. So, und da werden mir gerade ein paar Sachen geklaut. Das muss jetzt hier nicht sein. Ich gehe mal ganz kurz hier rüber. So, ja, ansonsten kann ich nur so viel sagen, Leute. Heute kommt das Video auch mal endlich wieder pünktlich. Es gab ja Tage in den letzten Tagen, da war das Video nicht so pünktlich, weil ich ein paar Probleme hatte. Und eine Sache, die auch noch sein wird, es wird auch in den nächsten Tagen mal wieder ein paar andere Spiele geben, also in Roblox, auch mit Thomas gemeinsam. Die Sachen haben wir vorproduziert, deshalb nicht wundern, wenn der Thomas jetzt doch wieder in den nächsten Tagen komischerweise dabei ist. Da haben wir auf jeden Fall vorproduziert und alter Schwede, der wird sich jetzt hier ärgern, der wird sich richtig ärgern. Armer Kollege, ey, der ist einfach am Ende gestorben. Deshalb lieber manchmal 1-2 Sekunden länger warten, als wenn man dann am Ende stirbt. Ja, ansonsten, Leute, kann ich nur so viel sagen. Ich bin auch mega positiv überrascht gewesen, wie sehr... Alter Schwede, wo bin ich denn hingeflogen? Alter Schwede, okay. Ich war auch mega glücklich, wie positiv ihr das Merch, gekauft habt, beziehungsweise wie ihr das gefeiert habt, weil das Design hier, muss ich ehrlich sagen, das Design hier, und ich will mich da gar nicht zu sehr selbst loben, ist wirklich mein Lieblingsdesign, ne, und ihr habt das auch total gefeiert, habt ihr mir auch so oft in die Kommentare geschrieben, Pat, das ist mein Lieblingsdesign und sonst, also, weil...
Warum bin ich gestorben? Naja, wir haben auch übrigens, habe ich gerade gesehen, Pinwheel freigeschaltet. Das ist dieses hier, Moment. Diese Felge hier. Ich freue mich ja schon mega auf den Formel 1 Wagen. Wir werden auf jeden Fall im Stream etwas leveln, Leute. Ein bisschen, dass wir langsam Level 50, entgegenwirken. Ne? Weil wir wollen ja auch Level 50 werden, ganz klar, Leute. Da haben wir auch spontan auch nochmal so eine coole Kiste gefunden. Auch mega geil. So, da kriegen wir erstmal ein bisschen Geld umsonst. Da beschwert sich, denke ich mal, auch keiner drüber über Geld umsonst, oder, Leute? So, 4000. Oh, wer kommt da angerast? Oh, da kommt einer angerast. Ich dachte schon, da kommt ein Polizist oder so. Ein bisschen ruhig hier. So, okay, Leute. Also, wir gucken nochmal ganz kurz die Felge an. Ich muss auch sagen, was ich richtig cool fand, war, als einer einfach den Wagen hier nachgebaut hat, ein Zuschauer. Den habe ich in Roblox getroffen, der hat einfach den Wagen nachgebaut. Fand ich mega lustig. Und eine Sache, die mich noch stört, ist, dass man die Endrohre hier nicht verändern kann. Dass man die nicht zum Beispiel auch noch schwarz machen kann. Das wäre auch mega cool. Auch so eine Kleinigkeit im Tuning. Und die Scheinwerferfarbe wäre auch cool. Dass man, wenn man die verändern könnte, würde ich auch sofort verändern, Leute. Jetzt wollten wir uns ganz kurz nochmal die Felge anschauen. Das war Pinwheel, hieß die. Boah, ist besser, oder, Leute? Schaut euch das an. Ist halt cool, weil das so, da hat man noch so einen grauen Hintergrund, ne? Sowas finde ich auch ganz cool. Aber 100.000, ne, ist schon ein bisschen viel dafür. Boah, ich weiß es nicht, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare, dann verändern wir das vielleicht beim nächsten Mal. Was ich mir eigentlich eher anschauen wollte, ist erstmal noch eine andere Lackierung, was vielleicht ganz cool aussehen könnte. Boah, sowas hier, ne? Bam, oder das hier, Electric. Oder sowas Rotes hier, da war ja auch sowas Rotes dabei, das hier. Ist dann auch schon ordentlich teuer, ne? 200.000, soll man kaufen, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich Fireball kaufen soll oder nicht. Dann mache ich das beim nächsten Mal. Oder vielleicht sowas hier. Schreibt mal in die Kommentare, entweder Fireball, Asimov, Electric oder Voltage. Eines von diesen teuersten. Was würdet ihr nehmen? Ich gehe nochmal ganz kurz durch. Schreibt es mal jetzt in die Kommentare, dann machen wir das beim nächsten Mal. Oder sollen wir uns lieber ein Flugzeug kaufen? Naja, schreibt es mal in die Kommentare. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, das wäre es gewesen vom Video. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Auf cpad-shop.de vorbeischauen. Kostenlos eine Autogrammkarte für jede Bestellung. Link in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Haut da rein und ciao.